Hallo Leute, ich werde heute ein Rezept aus einem Buch machen und zwar nennt sich das Do-It-Yourself-Kosmetik natürlich schön und ich fand das total interessant und da sind richtig, richtig viele gute Rezepte drin und da werde ich auch öfter, denke ich mal, was draus machen und diesmal mache ich eine Haarmaske und zwar nennt die sich Anti-Spliss-Haarmaske. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich habe nicht nur dieses Buch, sondern ich habe noch 3 weitere Exemplare davon, die ich verlosen werde. In diesem Video werde ich eines davon verlosen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann bleibt doch einfach bis zum Ende dran. Und dann legen wir auch direkt mal los. Wir brauchen eine reife Banane, ein Ei, dann brauchen wir noch Kokosöl, Honig und natürlich einen Esslöffel zum Abmessen, eine Schüssel, wo man die ganzen Sachen drin vermischt und natürlich auch einen Mixer. Zuallererst schäle ich die Banane und ich mache sie etwas klein, damit es sich leichter mixen lässt. Dann kommt das Ei in die Schüssel und dann messen wir ab. Also ich habe jetzt flüssiges Kokosöl, davon nehme ich so 1,5 bis 2 Esslöffel. Wenn ihr festes Kokosöl habt, reicht ein Esslöffel. Dann kommen noch 3 Esslöffel Honig dazu. Und hier müsst ihr echt ein bisschen gucken, wie ihr den Honig wieder vom Löffel abkriegt. Da hatte ich auch ein bisschen Probleme, aber es geht. Und dann mixen wir das Ganze. Und so sieht die fertige Masse jetzt aus. Dann habe ich mir das natürlich erstmal schön in die Haare geschmiert und in die Kopfhaut einmassiert und auch in den Längen verteilt. Ich habe das jetzt wirklich alles in den Haaren und ich muss sagen, das Auftragen ist ein bisschen eklig, weil das durch den Honig natürlich auch schön klebt. Aber meine Hände waren danach jetzt schon mal schön weich vom Einmassieren. Und wenn meine Haare danach auch so schön weich sind, dann ist es auf jeden Fall top. Aber das kann ich natürlich erst später sagen. Jetzt bleibt das alles ungefähr für eine halbe Stunde in den Haaren und dann wird es nochmal mit Wasser ausgewaschen und dann ganz normal Haare waschen mit Shampoo. Meine Haare sind jetzt trocken und ich bin super zufrieden. Also die sind schön weich, die glänzen, die sind glatt. Ich habe die jetzt noch nicht gebürstet, ich bürste die jetzt mal. Aber ich bin echt überrascht. Also geschadet hat es auf jeden Fall nicht. Ob es jetzt wirklich gegen Spliss ist, kann ich jetzt natürlich nach einer Anwendung nicht sagen, weil man das ja schlecht überprüfen kann. Aber alles in allem finde ich wirklich, dass es ein tolles Rezept war und das werde ich bestimmt öfter machen. Jetzt kommen wir zur Verlosung und zwar verlose ich in diesem Video einmal dieses Buch. Was ihr dafür tun müsst, ist natürlich meinen Kanal abonnieren, ne? Kennt ihr ja schon. Und mir in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsvideo von mir ist. Das fände ich mal ganz interessant zu wissen. Und ja, dann seid ihr auch schon dabei. Auf Facebook könnt ihr auch teilnehmen, da müsst ihr halt meine Seite liken. Und auch unten in die Kommentare hinschreiben, welches euer Lieblingsvideo von mir ist. Zu dem Buch. Alle Links zu dem Buch findet ihr natürlich auch hier unten, wo man das kaufen kann, falls ihr nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört. Das kostet unter 10 Euro. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, mit dem Preis hier hinten steht drauf 9,90 Euro. Aber ich bilde mir eigentlich jetzt auch im Internet schon mal günstiger gesehen. Auf jeden Fall kann ich es wirklich nur weiterempfehlen und ich werde noch mehr Rezepte aus diesem Buch machen und euch vorstellen. Und natürlich werdet ihr die anderen 2 Buchexemplare auch noch gewinnen können in anderen Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!